Sinnlichkeit, Leidenschaft, Hingabe. Getanzte Gefühle, das ist Tango Argentino. Und das sind seine Botschafter, Nicole Nau und ihr Partner und Ehemann Luis Pereira. In dem Moment, wo die Musik klingt, sind wir schon weg. Wir sind auch nicht auf einer Bühne. Wir sind einfach komplett weg. Mit Mitte 20 ging Nicole Nau nach Argentinien, um den Tango zunächst zu lernen und sich ihm dann ganz zu verschreiben. Mit der Company El Sonido de mi Tierra touren Nau und Pereira regelmäßig durch Europa, Japan, Kanada. Nicht nur mit klassischen Tango-Variationen, schließlich gehören zu seinen Wurzeln auch die Tänze der Gauchos, die natürlich reine Männersache sind. Überhaupt die Männer. Sie spielen im Wortsinne die führende Rolle, rein technisch betrachtet. Aber die Frau ist die Seele. Sie gibt dem Tanz Ausdruck und dafür braucht sie natürlich auch die passende Kleidung. Nicole Nau entwirft ihre Kostüme selbst. Da müssen die Fransen an bestimmten Bewegungen fallen und nicht irgendwo. Und es muss da glitzern, wo ich das brauche und nicht zu viel. Doch Tango Argentino geht auch mit normaler Kleidung. Und wer das ausprobieren will, der kann sich von Nicole Nau und Luis Pereira die richtigen Schritte beibringen lassen. Ja, und jetzt sind Sie bei uns, Nicole und Luis. Herzlich willkommen bei MDM 11. Ja, diese paar schnellen Schritte, die hat man doch schnell drauf, oder? Also na, das muss doch Jahre genau. Dauern, wollte ich gerade sagen, ja, oder? Ja, ein ganzes Leben eigentlich, was ja. Wir, oder was man tanzt. Aber Tango ist ein Volkstanz, ja. Argentino. Ja. Den kann eigentlich jeder tanzen, das ist das Schöne. Aber das hier war ja ein bisschen mehr Showtanz, oder? Ja. Ich frage mal den Luis. Also, si eso era más baile de show. Ja, klar. Das ist in dem Video. Ja, also das ist Bühnentango. Aber ich muss dazu sagen, also ich wehre mich so ein bisschen gegen Showtanz, weil Showtanz heißt ja was, das wirft es nur raus, sondern Tango ist wie eine Sprache. Und entweder tragen wir sie vor wie Shakespeare auf der Bühne oder wir erzählen Witz, aber die Sprache bleibt dieselbe. Aber die Element, die tanzen im Tango Argentino. Ja. Und die Wunde, ich glaube, in dem Szenario oder in der Klasse. In der Klasse ist es egal. Luis sagt, die Elemente sind die ganz gleichen. Nur der Ausdruck. Wir kommen jetzt auch mal zum ganz normalen Tango, der auch in den argentinischen Bars getanzt wird, weil es da zum Alltag gehört, zum Lebensgefühl. Und ich mache jetzt einfach mal so und da sehen wir euch tanzen bei uns im Studio. Dir den Tanz beigebracht? Den wirklichen Tanz hat er mir beigebracht. Also den Tango habe ich vorher kennengelernt. Ich habe ja ihn gesehen auf der Bühne und deswegen bin ich überhaupt nach Buenos Aires gegangen. Aber ich muss sagen, dass ich erstmal so ein bisschen diesen posierten Tango auf die Spur gegangen bin und das war gar nicht der richtige Weg. Und als ich Luis kennenlernte, hat er mir das Land gezeigt und die Folklore gezeigt und hat mir eigentlich die Sprache beigebracht, worum es wirklich geht. Luis, war schwer, einer Europäerin diesen Tanz beizubringen? ¿Era difícil enseñarme el baile? Nein, Nicole tiene muchas condiciones propias, para mí no fue difícil. Der Tango, wie ist eigentlich bei euch entstanden? Habt ihr das sozusagen irgendwann eingeleibt bekommen oder wie hat das funktioniert? ¿Cómo empezaste vos con el tango? ¿Te lo forzaron? ¿Cómo fue? Nein. Fue por hambre. Also er sagt, ich habe Tango angefangen aus Hunger. Aus einem ganz einfachen Grund. Er war ursprünglich Folklore-Tänzer und hat irgendwann ging die Folklore in den Hintergrund und Tango kam in den Vordergrund und das machte ihn dann dazu, dass er Tango auch in sein Repertoire mit aufgenommen hat. Da war er aber 10.
10 Jahre alt. Jetzt seid ihr in Europa unterwegs, einmal auf der Showbühne. Was für Programme habt ihr da? Also wir haben das Programm Wieder. Wieder heißt Leben und es geht, ich würde jetzt mal sagen, deutschlandweit. Dieses Jahr sind es deutlich weniger Termine, weil einfach die Theater noch die alten Verträge erfüllen müssen. Aber wir sind im Süden, wir sind in Nordrhein-Westfalen. Hier in der Gegend sind wir mit der Show dieses Jahr noch nicht, aber das kommt. Aber wir sind auch unterwegs mit Workshops und Seminaren und das macht uns unglaublich viel Freude auch. Luis, wie war das eigentlich in Argentinien? Corona. Und dieser Tanz hat sehr viel mit Nähe zu tun, mit Berührung zu tun. War das erlaubt bei euch in Argentinien? Corona Argentina era permitido estar cerca? Nein, Katastrophe. Also wir hatten eine Katastrophe, richtig. Wir hatten 8 Monate Verbot, vor die Tür zu gehen. Da hat in Argentinien aber, glaube ich, noch mehr gefehlt als nur der Tanz, weil das irgendwie zu euch gehört, Natürlich. Zu eurem Wohlbefinden gehört. Ja. Also weil der Argentinier oder wir natürlich auch gewohnt sind, uns anzufassen und zu umarmen und zu leben. Und ich glaube, da haben sich auch viele drüber weggesetzt. Es ist immer wieder erstaunlich, Nicole, hier, selbst hier im Studio, als dieser kleine Ausschnitt lief, wo ihr vorhin vor der Sendung getanzt habt, das haben wir kurz aufgezeichnet, hier das ganze Studio hat irgendwie plötzlich gespürt, was das für ein Rhythmus ist, für ein Lebensgefühl rüberkommt. Ja. Und das bringt ihr unter die Menschen hier in Europa. Ihr bietet Workshops an. Wo tretet ihr da auf? Wo also geht ihr da Workshops hin? Zum Beispiel, wir haben ein ganz tolles Seminar, das findet jedes Jahr statt in Masserberg. Das ist ganz bei Erfurt. Ja. Meine Mutter ist übrigens aus Erfurt. Ja. Und in Karlsfeld in Sachsen. In Karlsfeld und in Frankfurt-Oder. Ja. Und muss sagen, Luis liebt den ganzen Osten Deutschlands. Ja. Also er kommt hier an und sagt, ich will hier leben. Aber trotzdem, wenn so die Thüringer und die Sachsen, ich möchte ihnen überhaupt nicht zu nahe treten, plötzlich Tango lernen wollen, da möchte ich schon mal Mäuschen spielen. Ne? Wie stellen die sich an? Also die stellen sich eigentlich gut an. Was wir machen, wir bringen Tanz bei also, und wir bringen vor allen Dingen bei, worum geht es im argentinischen Tango. Und da geht es um schwarzen Rhythmus, also Rhythmus der Schwarzen. Und wenn Menschen das greifen, dann können sie sich darin ja auch bewegen. Also das ist dann schon toll. Also ein bisschen Talent müssen sie schon mitbringen. Ein bisschen Rhythmus, ein bisschen Talent muss man auch fürs Leben mitbringen. Muss man auch manchmal sagen, das ist nichts für sie. Schauen Sie lieber zu. Nein, ich glaube, jemand, si hay alguien hay que decir que no es para él. Nur im Gegenteil. Ich muss eigentlich oft sagen, hab mehr Geduld mit dir. Das ist was für dich und gib nicht auf. Ich hoffe, es finden weiterhin sehr viele Menschen zum Tango. Die Begeisterung ist ja riesig. Wir sind leider schon am Ende unserer kleinen Runde. Es war schön, dass ihr da wart, wieder mal in Magdeburg.